Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Oculus-Symposium über die Pentacam, die perfekte Zusammenarbeit des niedergelassenen Augenarztes mit der Augenklinik. Mein Name ist Fritz Hengerer und ich habe die Freude, heute Abend zwei Vorträge ankündigen zu dürfen. Wir starten direkt mit dem Vortrag von der Frau Privatdozentin Ina Konrad-Hengerer, meiner Frau, über die präoperative Diagnostik, objektive Verlaufskontrolle und optimierte Nachsorge. Eine Sache möchte ich vorweg noch bekannt geben. Erfreulicherweise wurde diese Woche in Amerika von der Food and Drug Administration die Pentacam Wave akzeptiert als neues Diagnostikgerät. Sie werden in den nächsten 45 Minuten dazu einiges hören, was die Pentacam Wave alles neu kann. Wir starten jetzt mit dem ersten Vortrag und ich darf dich bitten, Ina, damit zu starten. Guten Tag, ich begrüße Sie zu meinem Vortrag über die präoperative Diagnostik, objektive Verlaufskontrolle und optimierte Nachsorge im Rahmen meiner Praxistätigkeit. In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Kataraktchirurgie mehr und mehr zu einem refraktiv-chirurgischen Eingriff. Auch die gesteigerte Erwartungshaltung der Patienten nach einem postoperativ perfekten Sehen, eventuell sogar ohne Brille, oder das möglichst exakte Erreichen der Zielrefraktion sind nur einige der täglichen Herausforderungen. Ungenauigkeiten in der Berechnung der Linsenstärken ergeben sich oft durch nicht präzise durchgeführte präoperative Messungen. Einen postoperativ verbleibenden Astigmatismus oder auch postoperative Positionsänderungen der Intraokularlinse. Vor einem Wahleingriff wie der Kataraktchirurgie interessieren mich daher nicht nur die Ausprägung der Linsentrübung, sondern auch das Vorliegen einer Sicker-Symptomatik, einer Ektasie oder eines Keratokonus, den ich gerne ausgeschlossen haben möchte, oder auch den Ausschluss einer Hornhautdystrophie. Darüber hinaus sollte wegen der Visusprognose auch der Ausschluss einer Makulopathie erfolgen, sowie die Beurteilung der hinteren Glaskörpergrenzmembran mittels eines Makula-OCTs. Zur Festlegung der Intraokularlinse werden darüber hinaus die Keratometrie, Vorderkammertiefe und Achsenlängen benötigt. Hierfür setze ich in der Praxis bereits präoperativ die Pentacam AXL als Messgerät ein. Sie bietet mir eine schnelle und zuverlässige Übersicht über mögliche Erkrankungen im Bereich der Hornhaut und evaluiert auch den Grad der Linsentrübung und die Achsenlänge. Durch Angabe von weiteren Parametern wie vorderen und hinteren Hornhautastigmatismus, wie auch dem Gesamtastigmatismus der Hornhaut und der Aspherizität und den Aberrationen höherer Ordnung kann ich bereits mit den Patienten über mögliche postoperative Refraktionszustände durch gezielte Auswahl der Intraokularlinse gesprochen werden. Denn sehen heißt verstehen. So bietet sich dem Patienten die Möglichkeit, seine optischen Prioritäten im Alltag erneut zu prüfen und gegebenenfalls sich auch das zu operierende Zentrum entsprechend seinen Vorstellungen auszusuchen. Es ist nicht erforderlich, die Untersuchungsbefunde und Intraokularlinsenberechnungsergebnisse dann auszudrucken, da über eine Übermittlung der U12-Datei, welche ich dem Patienten auf einen USB-Stick auch mitgeben kann, alle Parameter an jedem beliebigen Pentacam-Gerät in Praxis, in einem ambulanten OP-Zentrum oder auch der Klinik eingelesen und auch mitbeurteilt werden kann. Und das passiert auch Pentacam-Modell unabhängig. Neben der Nutzungsmöglichkeit in der Glaukomdiagnostik und für allgemeines Screening, worauf ich heute nicht eingehen möchte, eignet sich die Pentacam für die Katarakt- und refraktive Chirurgie sowie zur Verlaufsbeurteilung bei Hornhauterkrankungen wie dem Keratokonus und auch bei Endotheldystrophien. Im Rahmen meiner präoperativen Diagnostik nutze ich auch den Keratographen für eine objektive, qualitative und quantitative Tränenfilmanalyse. Er gibt mir Informationen bezüglich der Tränenmeniskushöhe, Tränenaufrisszeit, der konjunktivalen Injektion, der Maibohm-Drüsen und auch dem Lipkow-Test. Das Ergebnis wird dann festgehalten im Dry-Eye-Report, Janvis Dry-Eye-Report, markiert eben über diese
kleinen blauen Pünktchen. Hier das rechte Auge gegenübergestellt das linke Auge. Auch ein Verlauf lässt sich da sehr gut demonstrieren. Hier eine Woche nach Therapiebeginn und 2 Wochen nach Therapiebeginn. Sehr gut auch für den Patienten nachvollziehbar durch die angegebenen Pünktchen des Ergebnisses. Bisher war es anzuraten, sich die folgenden Auswertungen nach einer PentaCAM-Messung zur präoperativen Diagnostik nacheinander aufzurufen, den FAST-Screening-Report, das Berlin-Ambrosio-Display, die korneale Densitometrie und das PentaCAM-Nucleostaging. Doch nun gibt es ein ganz aktuelles Software-Update, welches noch mehr Parameter im präoperativen Katarakt-Display aufgreift. Und dieses möchte ich Ihnen heute mit vorstellen. Die gute Nachricht bereits jetzt schon, denn auch dieses Update wird für die Nutzer wieder kostenfrei erhältlich sein. Neben der für die Nutzer gewohnten Übersicht kann das PentaCAM Nucleus Staging direkt angezeigt werden. Darüber hinaus sind viele weitere Parameter ergänzt worden, hier in dem rechten unteren, nun vergrößerten Feld. Und die auffälligen Befunde, wie Sie das bereits kennen, gelb bzw. rot markiert. Und da man sich das nicht immer alles sofort merken kann, haben wir wieder die kleinen gelben Dreieckchen. Und beim, wie Sie es hier auch nochmal vergrößert dargestellt sehen, und beim Anklicken sehen Sie erneut die Erklärung und auch gewohnten Literaturhinweise. Nun, welche Ergebnisse geben uns welche Informationen an? Erstens ist die Hornhaut flach oder steil, die Keratometriewerte. Hat die Hornhautrückfläche einen Einfluss? Hier wieder im hinteren Bereich die Achse und die Differenz. Hornhauteigenschaften, wie hoch sind die Abbildungsfehler? Wurde ein refraktiv-chirurgischer Eingriff vorgenommen? Oder liegt eine Hornhautektasie oder Dystrophie vor? Zur Anatomie der Vorderkammer. Wie ist der Kammerwinkel? Wie liegt die Vorderkammertiefe hier im unteren Bereich? Und dann ganz unten die Achsenlänge und auch nochmal zur Überprüfung, ist der Augenstatus korrekt eingestellt. Zur Intraokularlinsenberechnung für die Online-Berechnungsprogramme durch die Intraokularlinsenhersteller sind eben folgende Parameter auch alle hier angezeigt, nämlich die Keratometrie der Hornhaut, die Vorderkammertiefe und auch die Achsenlänge. Zur Entscheidungshilfe für die individuelle Intraokularlinsenauswahl dienen uns die Abbildungsfehler, so kleiner als 0,3 Mikrometer. Die grundsätzliche Entscheidung, eine multifokale Intraokularlinse wäre möglich. Mehr als 0,5 Mikrometer, dann eher keine multifokale Intraokularlinse. Dann auch die Frage, asphärische Intraokularlinse und wenn ja, welche? Hier entsprechend die zugrunde liegenden Daten. Der Astigmatismus, Entscheidung über eine torische Intraokularlinse. Wir haben den vorderen Astigmatismus hier vorn angegeben. Die Verrechnung mit dem hinteren Astigmatismus als Total Corneal Refractive Power, TCRP, hier hinten und ganz am Ende auch nochmal die Differenz. Warum ist diese Berücksichtigung so wichtig? Bei einem anterioren Astigmatismus gegen die Regel findet sich in nur 18% auch ein hinterer Astigmatismus
gegen die Regel, jedoch in 23% ein schräger Astigmatismus und in 59% ein Astigmatismus mit der Regel. In allen Formen eines vorderen Astigmatismus ist ein hinterer Astigmatismus mit der Regel am häufigsten, hier blau dargestellt in den Diagrammen, und beeinflusst eben maßgeblich den postoperativ dann resultierenden totalen kornealen refraktiven Astigmatismus. Darüber hinaus ist das Pupillenzentrum, die Position des Pupillenzentrums zum Apex bzw. Vertex, dargestellt als Cord Mu, und das Hornhautzentrum zum Apex Vertex, dargestellt als Cord Alpha, bei der Frage nach einer multifokalen Intraokularlinse zu berücksichtigen. Eine Hornhautektasie, ein Keratokonus oder ein vorausgegangener refraktiver Eingriff können darüber entscheiden, ob die Implantation einer asperischen oder sphärischen Intraokularlinse für das postoperative Ergebnis günstiger sein wird. Für alle Optionen gibt es hinterlegte Intraokularberechnungsformeln, die hier mal alle aufgeführt sind. Und nach der Auswahl neben der Intraokularlinslistung werden dann auch nochmal die wichtigen Parameter hier oben zusammengefasst und dann die gewünschten Intraokularlinsen mit entsprechenden Berechnungsformeln hier für den Druck zur Verfügung gestellt. Wir hoffen dann jetzt weiter auf die Möglichkeit, diese Daten direkt in ein OP-Mikroskop zu übertragen und noch genauer und sicherer für den Patienten arbeiten zu können. Auch für die Auswahl von Phaken-Intraokularlinsen werden alle erforderlichen Parameter durch die Pentacam-Messung angegeben, der Keratometrie, der Hornhautdurchmesser, Weit-to-Weit-Abstand, der Kammerwinkel und auch die Vorderkammertiefe intern und extern. Gerne möchte ich nun Ihnen einen Fall vorstellen im Rahmen der Kataraktoperationsnachsorge. Trat bei einem 54 Jahre alten Patienten mit präoperativ hoher Myopie, weshalb postoperativ auch eine Myopisierung auf minus 2 Dioptrien angestrebt war, was für ihn beruflich eine ganz günstige Distanz darstellte. Dieser stellte sich dann nun am 23. postoperativen Tag vor, erneut vor, mit der subjektiven Visusminderung, vor allem des Nahvisus, ohne Schmerzen. Postoperativ war das Ergebnis sehr gut mit minus 1,75, minus 0,75 in 25 Grad, 1,0, und somit konnte er sehr gut seiner Computertätigkeit nachgehen, ohne zusätzlich eine Brille zu benötigen. Am 23. Tag nun waren die Befunde auf minus 4,5 abgerutscht, minus 1,5 auch im Zylinder, und mit dieser Korrektur nun ein Visus von 0,8 immerhin noch zu erreichen. Bei 2 Uhr war parazentral nur eine kleine Epithelunregelmäßigkeit mithilfe der Spaltlampe zu diagnostizieren. Ansonsten waren die Funde unauffällig, auch fundoskopisch waren keine Auffälligkeiten vorhanden. Da die neuen Befunde eben diese extreme Myopisierung aufwiesen, war der Patient natürlich sehr enttäuscht über diese Refraktionsänderung und auch diese Visusverschlechterung in der Nähe. Und er erinnerte sich doch dann letztlich auf Nachfrage, dass er möglicherweise mit der Tropfflasche an das Auge gestoßen sein könnte. So sah nun die Pentacam-Analyse aus. Und zwar eben diese sehr deutliche parazentrale Aufsteilung bis in das Hornhautzentrum reichend im nasaloberen Quadranten. Durch diese Darstellung konnten auch dem Patienten die Veränderungen verständlich aufgezeigt werden. Er konnte sehen, dass die Brechkraft und die Höhendatenanalyse der Vorderflächen eben auffällig waren. Und auch
nachvollziehen, weshalb sich etwas geändert hat und dass es eben keine größere Komplikation nach der Kataraktchirurgie war, sondern mit diesem Applizieren der Augentropfen zusammenhängen könnte. So sah dann die Pentacam-Analyse nach einer Woche auf. Wir sehen einen deutlich rückläufigen Befund und auch die Refraktion war wieder im alten gewünschten Bereich. Der Visus auch wieder auf 1,0 angestiegen. Und wir hatten dann hier sehen Sie die Verrechnung eben nach dieser einen Woche. Und wir hatten dann die Brillenglasanpassung für die Ferne nochmal 2 Wochen zurückgestellt, um wirklich stabile Brechwertverhältnisse zu haben. Die Möglichkeiten für mich liegen im Praxisalltag auf der Hand durch die Anwendung der Pentacam. Das Display für die präoperative wie auch die Verlaufsdiagnostik bei Katarakt und auch refraktiver Chirurgie, wofür sie sehr gut geeignet ist. Sie arbeitet auf Studien basierend, was für mich ein ganz wichtiger Aspekt ist. Die Erläuterungen sind immer noch verlinkt, dass wir das alles nachvollziehen können und auch eventuell noch Studien aufrufen können. Es werden alle Parameter für die Online-Berechnungen angezeigt. Es bietet mir sehr gute Möglichkeiten für eine individuelle Auswahl der Intraokularlinse und auch die Berechnung und dies sogar auch für die Phaken-Intraokularlinsen. Bei diesem nun 72-jährigen Patienten, dem bislang nur ein Schielen und ein schlechter Visus aufgefallen war, liegt bereits, das sieht man hier schon sehr deutlich, allerdings auch in der Spaltlampenuntersuchung, ein ausgeprägter Keratokonus vor. Er glaubte zunächst lediglich an eine Linsentrübung. Doch am linken Auge hier zu sehen, mit einer minimalen Hornhautdicke von 379 Mikrometern und ausgeprägten Hornhautnarben, wird nun eine 300-Transplantation erforderlich werden und ihm am anderen rechten Auge bei einer Progression sollte über ein korneales Crosslinking mit ihm gesprochen werden. Die Verlaufskontrollen zeigten sich bezüglich A, also der Vorderfläche, dargestellt in Berlin Ambrosio-Display, bereits wenige Veränderung im Verlauf, hier hinten auszumachen, jedoch bezüglich B posterior stärkere, vor allem hier am linken Auge. Die Hornhautparametrie weist zunehmend geringere Werte auf. Und hier unten ist dann nochmal dargestellt die ABCD-Klassifizierung. D ist hier ausgelassen, weil der Visus nicht eingegeben wurde. Nun gibt es ein Software-Update auch hier, was gerade die Verlaufskontrollen nach einem Crosslinking unterstützt. Und dies berücksichtigt nicht nur mehr die Hornhautvorderfläche, wie Sie eben gesehen haben, war ja auch hier im Verlauf die Vorderfläche recht stabil, sondern auch die Rückfläche, die Hornhautdicke an der dünnsten Stelle und auch den Visus und erlaubt basierend auf wissenschaftlichen Studien eine objektive Verlaufskontrolle für den Arzt und auch den Patienten. Auch dieses Update ist wieder kostenfrei. Die Grundlagen für die Bewertung beruhen auf Studiendaten aus Homburg-Saar und aus Zürich. Und die Untersuchungen, die mindestens ein Jahr nach der Behandlung erfolgt sind, können dann ausgewertet werden. Es liegt ein gutes Patientenkollektiv vor und es ist auch eine retrospektive Auswertung ihrer bereits durchgeführten Untersuchungen mit diesem
Modus möglich, was natürlich große Vorteile bietet. Was ist nun neu? Es werden die Konfidenzintervalle zusätzlich zu den Keratokonus- und Normalbevölkerungsintervallen angegeben und in der Timeline der Crosslinkings Zeitpunkt deutlich markiert. Das ist für die Orientierung immer sehr hilfreich. Hier nun ein Fallbeispiel. Es handelt sich um die Befunde des rechten Auges eines 14 Jahre alten Jungen, dargestellt hier die Parameter A bis D. Der Keratokonus ist schon bekannt. Und wir sehen hier nun das Stadium 2,78 auf der Vorderfläche und 2,71 auf der Rückfläche und innerhalb eines Monats die signifikante Änderung der Hornhautrückfläche. Und es wird sich letztlich dann für eine Vernetzung, also Stabilisierung der Hornhaut mittels kornealen Crosslinking entschieden. Dieses Crosslinking wurde nun im November 2012 durchgeführt und aufgrund des Heilungsprozesses beginnt dann die objektive Auswertung erst, wenn die Untersuchungen vorliegen, welche mindestens 12 Monate alt sind nach der Crosslinking-Behandlung. Wir sehen nun, dass eben nach 2 Jahren die Situation allerdings noch sehr fragil ist. Es zeigt sich insgesamt eben über die retrospektive Analyse im Follow-up über 9 Jahre bei dem Patienten, dass die Vorderfläche stabil ist, die Hornhautrückfläche und Hornhautperimetrie, was die Dicke angeht, leider nicht. Es bieten sich für die Pentacam bzw. mit der Pentacam 2021 nun folgende Anwendungsoptionen in der refraktiven Chirurgie wie auch in der Kataraktchirurgie und in meinem Praxisalltag ermöglicht es mir eben eine detaillierte Untersuchung der vorderen Augenabschnitts, die Auswahl potenzieller Patienten für eine genaue Katarakterkennung mit Angabe des Trübungsgrades der Linse über PNS bei Keratokonus-Patienten und unterstützt auch die prä- und postoperative Verlaufskontrolle nach einer Kataraktchirurgie, nach einer refraktiven Chirurgie und auch nach Crosslinking eben der Keratokonus-Behandlung. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, liebe Ina, ganz herzlichen Dank. Eine Frage drängt sich mir als Kliniker insofern auf. Du hattest gesagt, die Daten von der Pentacam kann man mit der U12-Datei weitergeben. Jetzt hat natürlich nicht jeder Kollege, jede Kollegin die gleiche Pentacam. Die Pentacam gibt es seit 19 Jahren mittlerweile auf dem Markt. Das heißt, es sind unterschiedliche Modelle da zur Verfügung. Kannst du dazu was sagen, über die Kompatibilität der Daten, gerade zum Beispiel abwärts? Also das ist überhaupt keine Frage. Die Daten, die das eigene Gerät erheben konnte, werden in der U12-Datei gespeichert und können in jedes andere Gerät, das möglicherweise auch mehr oder weniger Parameter selbst einlesen kann oder messen kann, werden die eingelesen und entsprechend dann mit eingebracht. Also das ist überhaupt keine Schwierigkeit, haben wir mit den neueren Geräten, die in Heidelberg stehen oder auch bei dir an deiner extrem alten Pentacam in Frankfurt auch schon getestet, also ganz unproblematisch, erfreulicherweise. Gut, wir würden die Diskussion nach dem zweiten Vortrag von Herrn Professor Auffahrt, den ich ganz herzlich begrüßen darf, der aus Heidelberg zugeschaltet ist, mit dem Heidelberger Schloss im Hintergrund, mit schönem Wetter, dann fortsetzen. Herr Professor Auffahrt spricht in seinem Vortrag über die Pentacam Wave im Vergleich zu anderen Wellenfront-Messgeräten. Ich bin mal gespannt über die Ergebnisse, die er präsentieren wird. Herr Professor Auffahrt, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Laden wir mal gerade die Präsentation. Ich glaube, die müssten Sie jetzt sehen können. Ja, vielen Dank schon für den ersten schönen Vortrag, liebe Ina, lieber Fritz.
Ich denke, das ist so ein bisschen kompatibel, was wir hier haben, dass das so ein bisschen zusammenpasst auch. Denn wir reden ja auch über die Vorteile im Klinikalltag und über die Kooperation, die wir untereinander haben oder die wir generell zwischen Klinik und Praxis haben. Es wurde eben schon gesagt, dass die Pentacam ja nur wirklich über 20 Jahre schon unser Leben, unser ophthalmologisches Leben begleitet hat. Und wie ihr auch gerade darauf hingewiesen habt, die sind auch miteinander kompatibel. Das heißt, Daten, die wir hier mit der ersten Pentacam angefertigt haben, können wir auch hier drin weiter verarbeiten. Das ist gerade bei so Langzeit-Querschnittsgeschichten wichtig, so ein Keratokonus-Patient, den man lange Zeit betreut. Und das sind eigentlich ganz gute Sachen. Und das Handling wurde eigentlich eher einfacher über die Zeit. Man muss halt nur mehr Informationen verarbeiten. Und da bietet jetzt die AXL Wave natürlich eine ganz andere Dimension an Informationen. Ich vergleiche das immer so ganz gerne mit einem Smartphone, was irgendwann auch mal entwickelt wurde, um damit zu telefonieren. Mittlerweile ist das so das Geringste, was wir damit machen. Das ist ein richtiger Computer geworden, der alles Mögliche kann. Und theoretisch könnte ich auch den Vortrag jetzt hier über mein iPhone halten. Das müsste ja, würde auch keiner richtig wirklich merken. Also man kann unheimlich viel machen. Und so ein bisschen ist die Pentacam AXL Wave jetzt auch sowas geworden. Sie eignet sich eben halt sehr gut auch, dass wir mit den Kollegen in der Praxis zusammenarbeiten können, Daten austauschen können. Und selbst wenn der Kollege oder wir nicht die gleichen Modelle haben, sind doch die größte Teil der Daten miteinander austauschbar. Das muss man ganz klar sagen. Und insbesondere bei progressiven Erkrankungen, also Keratokonus jetzt hier ein 14-jähriger Junge, also der, wenn man den jetzt die nächsten 40 Jahre betreut, braucht man ja auch diese Kompatibilität. Und das kann man eigentlich super machen. Wir nutzen das im klinischen Alltag in verschiedenster Weise, in der refraktiven, in der Kataraktsprechstunde, in der Sprechstunde für, sage ich mal, unklare Sehstörungen und so weiter. Die Screenings nach den Komorbiditäten sind extrem wichtig. Belin Ambrosio, das haben Sie eben schon gehört. Auch verschiedene Parameter bei der refraktiven Hornhautchirurgie oder der refraktiven Linsenchirurgie sind sehr wichtig. Auch hier Vorderkammeranatomie, zum Beispiel bei Phakenlinsen. Und was eben halt jetzt auch der Fall ist, eigentlich brauchen Sie weder einen IOL-Master noch sonst was, das können Sie alles in einem Gerät machen. Sie haben die optische Biometrie, die haben sehr schöne auch Formeln für die IOL-Selektion und können das alles kalkulieren. Und was nachher ich am Schluss nochmal zeigen werde, ist, dass man auch manche Sachen relativ einfach dem Patienten darstellen kann, der ja eher visuell ist, dem können wir nicht so viel Zahlen oder Grafiken zeigen, sondern einfache Symbole oder einfache visuelle Darstellungen. Und da kann man auch einiges machen, was jetzt ganz praktisch geworden ist. Das ist jetzt der Unterschied zu den vorherigen Geräten, also zum Beispiel der AXL, die ja schon einiges konnte, ist, dass noch die objektive Refraktion, diese Sehleistungsanalyse und Patientenschulung, die ich gerade schon angesprochen habe, dabei ist. Und man, wie gesagt, auch prä- und postoperativ nach Gründen für Sie Verschlechterungen fahnden und auch darstellen kann. Und auch wurden die IOL-Berechnungen und neue Formeln nochmal integriert, angepasst und der Zugriff ist da größer geworden. Also AXL Wave hat 5 Funktionen, auch bei Barometrie des gesamten Auges, objektive Refraktion, die Retroillumination, Bilder oder Darstellung, auch zum Beispiel einer torischen Linse, optische Biometrie, wie Scheinflug-Tomographie. Jetzt gehen wir mal weiter. Also wenn Sie sich zum Beispiel das Thema Aperometrie anschauen, da ist eine Sache ganz wichtig. Der limitierende Faktor ist vor allem der Pupillendurchmesser. Und die Pupille wird natürlich im Dunkeln größer, das ist klar. Und wenn Sie jetzt ein Gerät haben, was mit unheimlich viel Licht misst, dann kann es Ihnen passieren, dass dadurch eben halt die Pupille eng wird und Sie dann nur durch eine ganz kleine Pupille messen. Und das ist generell so, dass man natürlich sagt, Wellenfrontmessung soll in einem abgedunkelten Raum stattfinden. Aber die Pentacam misst so, dass sie keine Blendung erzeugt, sodass sie da in der Regel schon eine 5 mm Pupille haben. Das haben wir auch untersucht. Also relativ gut, ohne dass sie da auch medikamentös rangehen müssen. Und damit kriegen sie das ganz gut hin. Wir nehmen dafür den Hartmann-Schack-Sensor, der drin ist. Das ist eigentlich ein Prinzip, was die meisten von Ihnen schon so grundsätzlich kennen. Also das Licht wird ins Auge geschickt und von der Retina reflektiert und das reflektierte Linsenlicht wird dann mit den Mikrolinsen, die wie auf so einem Gitter sind, wieder gebündelt und aufgenommen und auf dem Chip fokussiert.
Und die Abweichung des Lichtes, was Sie reinschicken, von dem, was zurückkommt, und das ist dann in so einem Grid hier dargestellt, das stellt Ihnen die Abweichung von der Wellenfront dar. Also letztlich sind das nur dieses Punktegitter, was reingeschickt wird. Und das kann verzerrt sein in einer bestimmten Form. Das wird dann interpretiert und gelesen. Und dann kommt das, was wir in unseren schönen Pyramide sehen können. Zum Beispiel hier haben wir leichte Veränderungen, das normales Auge. Und Sie sehen, dass es irgendwie ein bisschen anders ist hier nach der radialen Keratektomie. Wir gehen dann gleich nochmal rein. Was können wir denn da überhaupt an Veränderungen sehen? Hier zum Beispiel diese Verzerrungen. Wir können das darstellen. Hier ist mal ganz einfach. Wenn wir also ein normales Auge haben, haben wir so eine punktförmige Lichtquelle und die wird dann auch als Punkt dargestellt. Wenn wir jetzt also ein perfektes Auge haben, dann sieht das so aus. Die Aberrationen können diesen Lichtpunkt verzerren und zwar in bestimmten Richtungen oder nach bestimmten Definitionen. Das sehen Sie am besten im Dunkeln natürlich. Und wenn wir jetzt also zum Beispiel hier, das sieht wie so ein Komet aus und da kommt auch der Begriff Koma her. Ja, also der hellische Komet ist so quasi eine Pate dafür. Oder wir haben so ein Spreiten in drei verschiedene Richtungen, dann nennt man das Trefoil. Oder wir haben ein Sammelsurium von allem. Da haben wir Halos hier, diese Ringe, Starburst, Geisterbilder eventuell, Ghost Images hier. Und insgesamt ist auch die Kontrast reduziert und Sie haben auch so ein bisschen Streulicht noch mit dabei. Und das wird dann halt auch entsprechend hier zum Beispiel in der Kombination von allem, wenn die Aberrationen sich alle überlagern, für den Patienten allerdings nur so darstellt, dass der nicht sagt, Herr Doktor, ich habe Koma, sondern der sagt dann, irgendwie kann ich gut gucken. So, wenn wir jetzt diese Auswertung haben von der Pentacam, jetzt hier einem Full Sequence Overview, dann sehen Sie erstmal, es ist eine Menge Information, aber sehr schön sortiert und gebündelt. Das ist hier die sogenannte Total Visual Performance, also die wie ein E-Haken quasi, wie sauber der dargestellt ist. Und da können Sie schon erkennen, ob da was dran stimmt oder ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Hier haben Sie die Pupille bzw. die Iris dargestellt, skotopisch und mesopisch. Die Retroillumination, da können Sie Katarakte erkennen, da können Sie auch einen Nachstar erkennen, da können Sie zum Beispiel auch eine torische Linse sehen, wie die schief ist oder gerade ist. Das nochmal hier das photopische Irisbild mit leicht verengter Pupille. Die Refraktion ist da oben angegeben, die Aperometrie, also vor allem die sphärischen Aberrationen auch und die High Order. Die Biometrie, Achsenlänge. Dann die Tomographie hier mit den ganzen Werten K1, K2 und so weiter. Sie sehen das ja. Und Sie gucken jetzt hier und fragen sich ja, warum ist das, wenn das perfekt wäre, müsste das ja ein schönes E sein, ein schöner E-Haken, den man gut erkennen könnte. Das können Sie dann noch aufteilen, dieses Bild. Einmal die Aberrometrie der gesamten Hornhaut, also wirklich das Erste, wo was reinkommt. Da sehen Sie hier eigentlich ein relativ passables Bild hier. Und Sie sehen hier auch von der Tomographie hier eine relativ normale Hornhaut. Dann haben Sie die internen Aberrationen der Linse oder wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Kunstlinse haben, wäre das die Kunstlinse. Und das ist aber abgezogen hier, also die Hornhautwerte sind da abgezogen. Und dann haben Sie hier die gesamte Aberrometrie des Auges und dann können Sie eigentlich schon vom Schauen anschauen, das kann eigentlich nicht von der Hornhaut kommen, dass der Patient so schief sieht. Aber bei der Retroillumination kann es vielleicht schon auffallen, man sieht es jetzt hier auf dem Bild nicht so, aber hier ist es höchstwahrscheinlich ist Hartmann-Schuck-Array. Ja, sehen Sie das? Ich weiß nicht, ob Sie es so gut sehen. Ich sehe es jetzt hier nicht so ganz dolle mit den Refraktionen und Aberrationen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist das bei diesem Patienten eine Presbyopie oder eine leichte Katarakt. Könnte auch so aussehen, der Beginn der Katarakt, die der Grund ist für die Sehverschlechterung. Und das können Sie hier auch nochmal in der Übersicht darstellen. Mit den Pupillen, hier ist es 3 mm, da ist es 4,71 und da können Sie dann die Aberrationen auch sich anschauen und die Unterschiede sehen, wie es hier angegeben ist. Na, und in dem Fall sehen Sie also, dass hier zum Beispiel die High-Order-Aberrationen und die Low-Order-Aberrationen, sphärische Aberrationen und die Koma-Aberrationen und so weiter, dass die sich schon deutlich verändern, wenn Sie jetzt hier genau schauen und hier sogar relativ stark, also um das Vierfache, bei der kleinen Pupillenvergrößerung von 3 auf 4,5. Ne, hier ist es nochmal ein bisschen stärker dargestellt. Auch die Refraktion ändert sich da ein bisschen.
Jetzt gucken wir, was haben wir für Vergleichsgeräte? Zum Beispiel iTrace ist, glaube ich, auch jedem bekannt, von Tracy das Gerät. Wenn wir das mal vergleichen miteinander, haben wir eben ja schon ausgearbeitet, dass der Pupillendurchmesser wichtig ist. Und natürlich im Dunkeln oder wenn Sie eben nicht mit einem dichten Lichtstrahl arbeiten, haben Sie eine normale oder eine gute Pupille. Das ist bei der Pentakamera kein Problem. Die misst es halt ohne Blendung und haben wir in der Regel, wir haben es ja gemessen, um die 5 mm, was ganz gut ist. Beim iTrace haben wir so ein Freisichtgerät, das heißt, der Patient muss das akkommodieren oder in die Unendlichkeit schauen. Und das führt natürlich recht häufig zu, dass man das eher in einem hellen Raum macht und dass die Pupillendurchmesser kleiner sind oder er ihn das runterrechnet auf eine kleine Pupillendurchmesser. Und das ist dann manchmal von Nachteil, wenn man da etwas differenzierte Diagnostik machen will. Also wir haben hier zum Beispiel auch von unseren Studien gezeigt, dass das ja, ein Drittel der Patienten nicht so optimal gucken kann. Wir zeigen hier mal ein paar Ergebnisse. Das waren hier 112 Augen, wo wir RXL Wave gegen die iTrace verglichen haben. Hier die ganzen Parameter waren jetzt eher jüngere Augen, auch wenn es jetzt bis 70 ging. Und da wurde es eben in Bezug auf die Wiederholbarkeit untersucht. Und je geringer die quasi Abweichung oder Standardabweichung war, desto besser. Also je kleiner der Wert, desto besser. Und dann sehen Sie hier für alle Parameter Drehfall bei 30, 90, 0 Grad, Koma bei 90 und 0 Grad, sphärische Apparation, hat die Pentagram eine deutlich bessere Wiederholungsgenauigkeit gehabt in der 3 mm Zone hier als iTrace. Dann machen wir noch so Blount-Altman-Kurve, ob es irgendwelche Ausreißer gibt, ist auch nicht der Fall. Und also es zeigt sich, dass da schon das deutlich besser ist und auch erfolgreicher ist, mit der RXL Wave das zu machen. Und dass sie wirklich den Vorteil haben der nicht so starken Pupillenalteration. Machen wir mal weiter mit unseren kleinen Boxkämpfen hier. Vergleichen wir mal die Pentagram mit anderen Geräten jetzt auch nochmal in Bezug auf Refraktion bzw. Apparationsmessungen. Ja. Das haben wir hier in dieser Studie gemacht, wo es mit dem ARK und dem ORK-Gerät gemessen haben von Schwind. Das haben wir dann bei Phaken, Pseudophaken und auch bei Keratokonus-Augen, also Phaken, Keratokonus-Augen, mal gemessen, drei Patientengruppen. Bei all diesen Messungen ist es so, dass wir immer auf dass das QS gut sein muss, also die Qualitätssicherung in Order sein muss. Und gehen wir mal durch. Da sehen Sie hier die Mittelwerte von der Pentacam, vom ORK, Standardabweichungen, maximale Differenz zwischen erster und zweiter Messung. Und auch hier sehen wir ein sehr homogenes Bild und auch von der ersten bis zur dritten Messung gleiche Mittelwerte quasi oder Mediane und Standardabweichung. Und hier ist schon ein bisschen größere Verbreiterung, insbesondere hier, wenn Sie mehrfach messen, haben wir schon ein bisschen unterschiedliche Verteilung. Gucken Sie hier diese Verteilung an zu dieser, das ist fast ein Viertel, 25% breitere Streuung hier. Jetzt hier bei den Phakenaugen, das ist bei der Refraktion, da haben wir hier die Mittelwerte, die sind relativ gleich. Da ist nur das ORK, das haben wir aber öfters, irgendwie komplett daneben, muss man sagen. Hier fast halbe Dioptrie mehr minus misst das hier. Das haben wir nicht selten gehabt, da haben wir öfters schon mal so Studien gehabt. Die Achsenlagen werden insgesamt ganz gut bestimmt. Auch hier fällt ORK wieder auf mit deutlich hohen Abweichungen. Dann die Pseudophagenaugen. Da haben wir eine relativ gute Übereinstimmung wieder mit dem ARK-Gerät und der Wave. Wieder das ORK-Gerät ein bisschen abfallend und auch hier auch wieder eine große Abweichung. Bei den Keratokonus-Augen, die sind so schief und schäl auf Deutsch gesagt, da ist der Unterschied nicht mehr so groß. Da messen also alle drei Geräte relativ klar die Refraktion oder die Hornhaut. Verkrümmung auch in einem Maße, wobei auch hier wieder ORK etwas rausfällt. Also die Wave hat wirklich damit die besten Wiederholungsgenauigkeiten und auch Absolutwerte im Vergleich zu diesen anderen Geräten. Jetzt nochmal kurz zur Total Eye Amperometry. Hier nochmal auch ein Beispiel von jemandem 61 Jahre nach multifokaler Intraokularlinse. Sie sehen hier die Retroillumination und Sie sehen auch, dass wir hier ohne Blendung und einfach unter normalen Bedingungen mesopisch sehr schöne Messungen haben, Pupille 5,16 mm groß. Also so wollen wir das haben, um dann auch hier ein sehr gutes Bild zu kriegen. Gehen wir mal in den Alltag hier. Wir haben die Möglichkeit, die Wellenfront auch zu visualisieren, aufgeteilt in die drei Bereiche. Wir haben die Möglichkeit, ein Retroillumationsfoto zu machen, von der Katarakt bis hin zu anderen Linsen, zum Beispiel eine torische Linse. Können Sie noch ein Overlay machen mit der
Hornhautverkrümmung und gucken, ob die Achsenlage gut ist. Also das sind tolle Sachen. Hier wird zum Beispiel eine torische EDOF-Linse, also ist keine Multifokale, sondern eine EDOF-Linse. Sie sehen hier, ich klicke mal durch, die Kornea, hier interne und hier die totale Wellenfront. Und Sie sehen also hier, wir haben eine nicht so schöne Hornhaut, weil wir ja einen Astigmatismus haben. Dann haben wir schon ein bisschen besseres Bild von der Linse. Allerdings ist das eine torische Linse, also ist auch nicht glasklar. Aber die Summation von allem ist dann deutlich klarer als jedes einzelne. Das heißt, wir haben die Hornhautverkrümmung kompensiert mit der torischen EDOF-Linse. Und dann haben wir am Schluss ein Gesamtbild, was sehr gut ist. Hier in diesem Fall ging es dann um die sphärischen Aberrationen Z4, die sehr gering sind. Wir reden ja von einer kompromittierten Hornhaut eher, wenn hier eine 0,5 steht und nicht 0,05 oder sowas. Das war das eine Auge. Sodass wir also jetzt sagen, und ich hoffe, ich habe mich noch so halbwegs durch die Zeit gerettet, dass wir passabel pünktlich sind, dass die sich wirklich gut eignet, die Pentacam, auch bei uns an der großen Uniklinik, genauso wie in der operativen Praxisklinik oder in der Einzelpraxis, für eine sehr komplexe und intensive Diagnostik, die man wirklich in mehr oder weniger einer Minute komplett durchs Auge laufen lässt, mit einer hohen Datenqualität und auch Wiederholbarkeit, das ist ganz wichtig. Wir haben einfache, übersichtliche Kartendisplays. Wenn man sich einmal eingelesen hat, geht das sehr, sehr gut. Wir müssen nicht extra die Pupille weit tropfen. Wir haben natürlicherweise schon eine gute Größe da. Und man kann auch, dieser E-Haken ist dann selbsterklärend im Prinzip. Da kann man sehr gut das auch benutzen für die Patientenaufklärung. Also wenn man sagt, hier ist es die Investition wert, dann ist es wirklich so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Herr Auffahrt, ganz herzlichen Dank. Kann man mich hören? Ja, also ich höre Sie. Ja, ich höre Sie auch die ganze Zeit. Sehr schön für diesen, vielen Dank für diesen sehr anschaulichen Vortrag, der auch nochmal ganz klar gezeigt hat. Pentacam, 19 Jahre, da steckt eine ganze Menge dahinter. Und der ursprüngliche Name Pentacam, den könnte man fast mit einem kleinen Quadrat versehen, weil mittlerweile schon mehr als 25 verschiedene Messparameter mit einem Scan-Zyklus erhoben werden können. Also es ist schon eine fantastische Leistung, auch von der technischen Seite her. Es kam eine Frage schon mal vorweg vom Auditorium. Bei welchen Untersuchungen ist denn eine Mydriasis oder ich gehe vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, eine Zykloplegie erforderlich, wenn es jetzt um die refraktive Chirurgie geht, refraktiver Linsenaustausch? Wie ist da Ihre Einschätzung, Herr Auffahrt? Beim refraktiven Linsenaustausch ist es nicht ganz so relevant, weil wir entfernen ja die Linse. Das heißt, selbst wenn da noch ein akkumulativer Effekt drin ist, ist da das nicht ganz so relevant für uns. Nach einem refraktiven Linsenaustausch, insbesondere mit torischer Linse, kann das schon mal sein, dass wir weit tropfen müssen, damit wir die Markierungen sehen, die wir mit der natürlichen Pupille unter Umständen nicht erkennen können. Das liegt natürlich auch an den Modellen. Die haben meistens so weit peripher diese Markierungen. Wenn man da die Achsenlage sehen will, da ist das schon mal ganz wichtig. Wir machen bei Leuten, die noch halbwegs akkumulieren können, auch gerade so häufig die Entscheidung bei Farker-Linse zum Beispiel. Wie viel Akkumulation hat noch ein 40-, 45-Jähriger? Das sind ja manchmal so Grauzonenkandidaten bei der beim Heraussuchen welches Verfahrens. Da wird immer noch eine Zykloplegie sogar gemacht, ja. Mhm. Wie sieht es aus mit den Messungen jetzt, wenn man zum Beispiel auf Cord-Müh bzw. Cord-Alpha geht, also der Abweichung vom Apex zum Pupillenzentrum, wenn Sie jetzt eine Intraokularlinse auswählen, jetzt wenn es jetzt gerade zum Beispiel darum geht, über Sonderlinsen mit dem Patienten zu sprechen. Sind das für Sie jetzt neue Parameter, die Sie da auch in die Diskussion mit einbringen? Ja, also wir haben letztlich auch durch die Studien mit der Pentacam, wo wir mal so ein bisschen jetzt anfangen, normative Daten, auch für also Winkel-Kappa ist ja letztendlich Cord-Müh, da kriegen wir jetzt langsam harte Daten, was ist normal und was ist außerhalb des Normalen. Und da guckt man jetzt vermehrt drauf, das ist schon richtig. Insbesondere auch bei Hyperopen-Patienten schauen wir da schon jetzt genauer hin. Zum Glück ist es relativ selten, dass da Extremwerte auftreten. Aber man schaut sich das schon an und das fließt in die Diskussion mit ein. Und ich habe lange Jahre immer gedacht, nee, das ist nicht so wichtig. Ja, aber so langsam, wenn man gerade diese Verteilung sieht, habe ich schon den Eindruck, dass man da ein bisschen darauf achten muss. Zumindest bei den diffraktiven Linsen oder bei diesen segmental refraktiven Linsen. Denn wenn Sie die schräg oder schief reintun, dann kann schon mal sein, dass dann sie genau zwischen den Zonen liegen und dann ein Problem haben.
Gut, ich darf zusammenfassen, wir sind mittlerweile am Ende der Zeit vom Symposium angelangt. Das hat alles sehr gut geklappt, auch was die Vortragenden angeht, was die zeitlichen Limitationen angeht. Wir haben mit der Pentacam Wave mit Sicherheit ein neues Diagnostiktool, was uns in Zukunft auch ermöglicht, die individuelle Abstimmung der Sehqualität für unsere Patienten weiter zu optimieren. Und ich würde sagen, das ist fast für uns schon wieder klar, es ist ein neues Must-Have in unserem Diagnostiktool. Von daher darf ich mich nochmal bei allen ganz herzlich bedanken, die daran teilgehabt haben an diesem Symposium, auch bei der Firma Oculus, bei der technischen Abteilung. Und ich wünsche Ihnen noch einen guten Verlauf der AAD. Bleiben Sie gesund und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr wieder persönlich. Das war's von unserer Seite aus. Herzlichen Dank. Wiederschauen. Wiedersehen.